Ist hier überhaupt irgendwas Interessantes? Jetzt war dieser Part hier irgendwie so beschützt. Ne, überhaupt nichts, ne? Kommen wir von hier aus darüber, dass wir auch wieder Strom herstellen. Ach, das geht. Hä? Doch, hier waren wir. Alles klar. Bin ich hier richtig? Diese Station ist echt verwirrend. Wir müssen jetzt nach da unten. Das heißt, ich muss doch jetzt hier lang wieder. Marshalls, genau. So. Auch Mod sein? Nein. Da muss ich die Leute schon ein bisschen besser kennen. Sorry. Auf jeden Fall besser als diese Station. Wir müssen doch da lang. Ach, muss ich jetzt vielleicht... Ach, jetzt muss ich... Oh Gott, ey. Das ist ja ein Labyrinth, dieses Ding hier. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier lang. Dann hier durch. Und dann einmal hier ganz rum. Kann das? Jetzt hier? Das passt zumindest. Was haben wir hier? Ein Sensor-Inventar voll. Wofür brauchen wir denn Sensoren? Sprengkapsel. Oh, Taschenlampenbatterien, die kann ich mitnehmen. Warte. So. So. Ich bin böse zu meinen Mods. Meine Mods sind doch immer böse zu mir. Was ist denn hier? Gott, ich bin so desorientiert hier an diesem Ding. Doch, hier ist richtig. Da können wir nochmal speichern, oder? Speichern können wir da, jawohl. Ich gucke nochmal kurz hier hinten, ob das jetzt offen ist. Gerät unzureichend, oh Menno. Da gibt es doch eine nette Antwort. Scheiße, Mann, wie viel sind denn noch hier? Ich wollte nur speichern. Mod, das ist ein unbefugter Alarm. Du machst den Alarm hier. So, das war die Pumpgun, die ist jetzt alle. Ich habe aber noch den Flammenwerfer, ne? Wir müssen ja... Oh Gott, da kommt der Kater. Wir müssen ja... Ach, komm, ey. Geht er dadurch kaputt? Zu viele Geräusche. Schrott. Schrott hat er gehabt. Na super. Der Flammenwerfer ist aber echt cool dafür. Moment, ich speichere jetzt aber mit dem Revolver, weil sonst haben wir wieder den Bug mit dem, ja, möchte ich? Uah. So, und ich muss mal kurz den Kater rauslassen. Einen Moment. Ich hab da kurz Stuhl-TV. Ja, ja. Die kleinen Scheißer immer. Guck. So, fortsetzen. Gespeichert habe ich. Ach so, der Bug ist immer da, wenn man mit dem Flammenwerfer speichert, ne? Hat Sergeant Alter Sack gesagt. Doof. Ja, er ist weg, Frechheit. Welchen muss ich denn jetzt nehmen? Den auf der gegenüberliegenden Seite, also den da. Dann rufen wir den mal. Patsch. Call. 555 Nase.
Ich bin wieder da. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Anhaltende Nutzung. Könnte trotzdem was schneller sein, das Ding. Ich habe ja immer Angst, dass da noch was drinsteht dann. Geht's noch langsamer? Da steht nichts drin. Wissenschafts- und Medizinturm. Falls Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Ja, wo denn? Wo muss ich denn hier, dass man sich beschweren kann? Wo sind das? Ist eine Kinderzeichnung. Guck mal, das Alien. Links ist das Alien. Könnt ihr das erkennen? Sieht man das? Ja, ne? Links ist das Alien und rechts, das ist wahrscheinlich ein Roboter. Ein Hiwi. Hey. Cool. Was steht da? Scum. So ein Politikerkopf durchgestrichen. Luna Style. Und hier ist irgendwelche Baupläne. So, gut. Komm, wir gehen zum Skimet-Turm. Errungenschaft freigeschaltet, Gefahreneindämmung. Warum? Hab doch nichts gemacht. Ja, bitte. Ja, Lucy. Wetten, dass Melanie wiederkommt. Meinst du? Nein, das ist unmöglich. In meiner totalen... Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetics. In meiner totalen Imbernis habe ich die weggepustet. Ich registriere Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Sixen Synthetics. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn! Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten und dann ist alles vorbei. Finden Sie Samuels in Sixen Synthetics? Der kann die dann abschalten. Meinst du? Ich glaube ja nicht dran. Nehmen Sie den Aufzug zu Sixen Synthetics. Synthetics, bla bla bla. Sixen. So. Wir können speichern. Das ist schon. Huch! Mann, das ist immer so empfindlich. Das ist schon mal sehr gut. Wo müssen wir denn lang? Da. Nirgends. Nirgends ist auch gut. Wenn bis zum Ende des Spiels Melanie wiederkommt, dann darf ich Mod sein. Nein, so leicht kriegt man den Modposten nicht. Nein, nein, nein. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung, in die ich auch gerade gucke. Was ist das denn da eigentlich? Transitzentrale? Was war das? Was war das hier? War ich hier schon drin? Ja doch, ne? Hier war ja dieses Drama mit den ganzen Sicherheitskräften. Voll. Neuverkabelung brauche ich nicht. Ich mach da noch nette Antworten rein. Im Moment hat er da auch nur 4 Antworten drin. Und der macht ja Nadine traurig. Das heißt, dann nehme ich den lieber auch wieder raus. Ich will keinen traurigen Nadine haben. Plasmaschneider, okay.
Der Weg ist richtig, oder? Wieso zeigt mir das Ding das nicht mehr an jetzt? Ne, der Weg ist komplett falsch. Zur San Cristobal Krankenstation. Da waren wir auch schon, ne? Aber wir können trotzdem mal gucken. Haben wir Ruhe. Zack. Einmal den überhaupt nicht heißen Hebel anfassen. Zisch und weg. War ich hier schon? Ich erforsche gerade ein wenig. Bau, bau, bau. No hospital, no authority, no hope. Hier ist aber auch total tote Hose, ne? Dead Trousers sind hier. Ist ja auch nicht los. Okay, und da müssen wir nicht weiter. Naja, die Tür ist zumindest auf. Ich weiß jetzt gerade immer nie, ob wir hier schon waren oder nicht. Das war, doch, hier waren wir schon. Daran erinnere ich mich. Da kamen wir auch nicht rein. Und wir müssen... Ah, hier irgendwie durch. Jetzt wird's angezeigt. Und Aufzug. Das sieht komisch aus da, oder? Ripley, da ist eine Sicherheitswarnung in den Laboren nebenan angegangen. Aufzüge sind außer Betrieb. Scheint, als hätten die Sixen-Syntheten was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt? Und was zum Teufel ist denn das hier? Wieso hat der Typ eine Zeitung im Rachen? Strange. Kann ich irgendwas bauen? Ein Medikit. Medikits sind gerne gesehen. Plasmaschneider benutzen. Müssen wir denn da auch lang? Da müssen wir lang. Das heißt, ich gucke erstmal hier hinten nochmal in der Ecke. Sensor. Wieso brauche ich keine Sensoren? Warum? Why? Wo geht's hier lang? Zum Synthetenlager. Synthetenflüssigkeitswerkverarbeitung. Wir sollen hier aber irgendwo speichern können. Guck mal, hier kann man aber nochmal in Nahaufnahme. Warum? Was hat denn der gelesen? Skin, Skin. Ah, Schweinkram. 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 Terminal. Smythe, lies das. Sei nicht böse, aber ich bin durch den Aufzugsschacht und habe die Zugänge hinter mir abgeschlossen. Mir war ein Hiwi auf den Fersen. Ich musste weg. Wenn du etwas findest, um durch die Platte zu schneiden, der Code lautet 8382. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich komme zurück nach unten. Keine Spur von den Turteltauben, aber ich habe hier einen Haufen Waffen und Vorräte. Russell. 8382. Ein Vorposten des Fortschritts 2. Während Wayland Industries das Feld in Sachen Überlichtreisen anführte, hatte Sixen Erfolg bei der Massenproduktion der Flugkomponenten für den darauffolgenden Großaufbruch in den Weltraum. Die anschließende Überexpansion und der Ruf, kostengünstige Alternativen zu WY-Produkten zu entwickeln, ist von öffentlichem Interesse.
Heutzutage versucht Sieksen, die Schicksale kränkelnder kolonialer Außenposten zu kehren. Man investiert in Stationen wie Sevastopol und mit Sieksens affiliierte Firmen siedeln sich an. Affiliierte? Doch die im heimischen Sonnensystem wirkungsvollen wirtschaftlichen Muster versagten im Weltraum. Auf Sepastowol. Sevastopol liegen die schlichten, massenweise produzierten Androiden noch in ihren Kisten. In den Forschungseinrichtungen sind die Geräte noch wie bei ihrer Lieferung in Plastik gehüllt. In den Handelsdocks floriert nur der Schwarzmarkt, auf den sich die Stationsbewohner verlassen. Sevastopol ist eine Geisterstadt und niemanden scheint das zu interessieren. 8382.